Willkommen zurück bei Silent Hill Downpour, ne? Zack, ist er da oben. Ja. Gerade den Anfang von der letzten Folge nochmal angehört. Man hört es in der Aufnahme leider nicht so gut, aber ich habe halt wirklich einfach die erste Folge gestartet, sozusagen. Aus Versehen. Und habe mich selbst reden hören erstmal. Und dann habe ich ein Schleifen gehört. Für mich klang das hier so, als wäre hier jemand im Raum. Und das hat mich wahnsinnig, man sieht auch wirklich, dass ich glaube, also wenn man es weiß, sieht man mir an, dass ich wirklich Angst habe in dem Moment. Das war wirklich, fand ich nicht angenehm. Naja, so, also wir sind zurück. Wir haben die Filme zusammengeklappt. Ach guck, genau, jetzt kommen wir nämlich hier durch. So, okay. Wir brauchen aber noch die Kurbel, die ich woher hatte. Also hier waren wir gar nicht. Okay, interessant. Wo hatte ich denn die Kurbel her? Hier. Ja, genau. Da auf der Fensterbank. So, dann hier durch, dadurch. Und sind dann quasi in Rolle 2. Können dann den Jack in the Box öffnen. Nein, falsche Richtung. Ich habe nur in die falsche Richtung gedreht. Du musst nicht weggehen, nur weil ich in die falsche Richtung gedreht habe. Murphy. Okay, Schlüssel. So, die dritte Rolle hatten wir uns ja nur ganz kurz. Also wir standen auf jeden Fall auf dem Dachboden. Das heißt, ich kann jetzt hier hochklettern. Ja, geil. Okay. Bin dann dort auf dem Dachboden und sehe vielleicht auch die 1 noch irgendwo. Hui. Sieht aus, als würde es hier brennen. Hast du Gase eingeatmet? Wie auch immer der Rollstuhl hier hochgekommen ist. Do these numbers mean something? What numbers? Wo siehst du die 1? Wo hast du sie gesehen, Murphy? Genau. Ich habe einen Kumpel, der seit seinem 18. Lebensjahr im Rollstuhl sitzt. In der Schulzeit war das quasi mein bester Freund. Irgendwann haben wir uns leider sehr aus den Augen verloren. Man kann sagen, wegen ihm habe ich mir damals eine PS3 gekauft, weil er hatte eine und wir haben immer, ich bin dann, das war in der Zeit sogar, wo ich noch arbeitslos war, Alter, krass, stimmt. Ich bin dann immer mal wieder zu ihm hingefahren und wir haben Call of Duty Modern Warfare 2, die, wie hießen die Dinger? Da gab es so extra Missionen. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber die haben wir immer gemacht. Und damals ging das dann los, dass ich auf einmal Konsolen geil fand, weil bis dahin waren Konsoleros und so immer für mich minderwertig. Da war ich PC Master Race Dude, Alter. What? Das Denken hat sich natürlich irgendwann verändert. Und ich bin Konsolero, Hardcore Konsolero geworden. Worauf wollte ich hinaus? Achso, genau. Das ist echt weird, weil ich träume ab und zu mal von dem Typen, von dem Kerl. Und immer wenn ich von ihm träume, kann er wieder gehen. Und deswegen habe ich immer, wenn ich so einfach so mal an ihn denke, denke ich immer, ach geil, der kann ja bald wieder laufen.
was eher unwahrscheinlich ist. So, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Schöne Scheiße. Wir werden uns wieder mehr auf die Main Mission konzentrieren, würde ich sagen. Das war es nämlich nicht wert. Na gut, wahrscheinlich hätte ich die Waffe jetzt gegen die Nagelpistole tauschen können, aber sagen wir mal ehrlich, selbst die Nagelpistole benutze ich ja auch nicht. Von daher. Ja. 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 Krass, es ist mittlerweile, es ist 5. Wir sind noch nicht mal im Waisenhaus, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Deswegen mache ich mir da gar keine so großen Sorgen, dass ich es nicht heute noch zu Ende bringe. Kannst du rennen, Murphy, oder geht nicht? Wahrscheinlich geht nicht, okay, cool. Ja, und dann ist Silent Hill durch. Ist echt merkwürdig. Kennt ihr das, wenn ihr eine Serie über Jahre hinweg durchbinscht, so? Wenn ihr euch jedes Jahr auf eine neue Folge von dieser Serie freut, oder neue Staffel, oder wie auch immer, und irgendwann ist diese Serie dann zu Ende, und ihr wisst nicht, was ihr mit eurem Leben anfangen sollt. Ungefähr so geht es mir jetzt nach Silent Hill. Ich weiß genau. Also ich weiß, natürlich mache ich weiter Let's Plays und so, aber es ist irgendwie, ja. Ich brauche wieder so ein Ziel. Deswegen habe ich auch immer mal wieder nachgefragt, worauf ihr Bock habt, so zu gucken. Oder was ich zocken sollte hier so. Und ich habe mir jetzt ja überlegt, auf jeden Fall wird Fatal Frame kommen, Project Zero 2 wird kommen. Und ich habe mir überlegt, es gibt so ein paar offene Projekte noch, die ich angehen will. Ja, mal gucken. Yes, may I help you? I'm Murphy Pendleton. I received this letter today, but I think there's been a mistake. Ah, yes, Mr. Pendleton. We've been expecting you. You were the only family we were able to locate. Your presence is very welcome. Family? No, that can't be. Bless you, child. I understand this must be very confusing for you. We've checked the records carefully, and I assure you, there's no mistake. Please, come in. Ich habe ja vor allem Bock auf so alte Sachen, ne? Wenn ich so mein Regal da unten so checke, weil unten sind die alten Sachen, da sind so ein paar Teile dazwischen, die ich einfach auch gern mal zocken wollen würde. Und als Let's Play ist das immer noch mal... Thank the Lord. He didn't leave much behind, but his few personal effects are yours to claim. What happened here? Was there an earthquake? I'll meet you in the morgue in the East Wing, when you're ready. In the meantime, please feel free to look around. We're pleased that the good Lord has allowed us to carry out his work here at St. Maria's. I'm sure you'll find your visit enlightening. Habe ich das dann falsch verstanden? Er hat doch Waisenhaus gesagt, oder nicht? Noch ein klassischer Tür-Sound. Diese hat ein Waisenhaus in der Murg. Was ist da los? Was wollte ich sagen? Ach genau, Onimusha zum Beispiel. Das wäre so eine Reihe, wo ich Bock drauf hätte irgendwie. Onimusha 1, 2, 3, 4. Wobei 4 habe ich gar nicht. Wieso habe ich 4 nicht? Dann sehe ich da unten Blade für die PS1, Alter. Keine Ahnung, was das ist. Skull Monkeys wollte ich immer mal zocken. Auch für die PS1. Die Tomb Raider-Reihe ist natürlich auch so ein Ding, was man mal im Kompletten irgendwie angehen könnte. Was natürlich, das ist schon ein großes Projekt, glaube ich. Die einzelnen Spiele sind, glaube ich, nicht sehr kurz. Und da ist auch ein bisschen viel Skill gefragt, den ich natürlich nicht habe, wie wir alle wissen. Nein. Aber...
Hey, warte mal, ich habe doch R2 gedrückt, dann schlägst du doch nicht, dann wirfst du doch eigentlich. Okay, ist eigentlich halt gedrückt oder was? Wenn ich gedrückt halte, schlägst du? Nee. Hä? Ich habe R2 gedrückt. Wieso wirfst du sie jetzt? Egal, ist okay, Murphy. Das ist die Tür, durch die ich gekommen bin. Ja, das ist sie offensichtlich. Where'd she go? Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Scheiße. Ja, mein Gott. What happened here? Ich krieg grad übelste PTSDs. Heißt das so? Flashbacks. Nachkriegsflashbacks. Hier werden wir sehr viel rumrennen. Oh nö. Hold on. There's something behind it. Ich hatte ja auch schon die Legacy of Kain Reihe angesprochen. Aber da bin ich mir halt nicht über die Dauer der einzelnen Spiele also sicher, ob das nicht so ein Jahresprojekt wird. Und habe ich überhaupt Bock gehabt auf diese Art von Spielen, weil das ist ja... Das sind ja über die verschiedenen Spiele, verschiedene Genres auch. Deswegen wäre das vielleicht ein bisschen... Müssen wir mal reingucken. Was soll ich jetzt hier? Soll ich die Axt aufheben? Oder... Ja. Warum, Murphy? Warum? Mehrere. Holy cow, vielleicht soll ich mich einfach verpissen. Ich finde die Puppen zwar echt cool, so. Aber wieso tauchen die jetzt hier auf einmal auf? Keine Ahnung. Naja, mal schauen. Wie gesagt, erstmal möchte ich ein paar angefangene Projekte beenden. Sind ja ein paar. There are a few to choose from, you know? Ups. Und da gucken wir dann mal. Guck mal, ein Hospiz, okay. Aber ein Hospiz ist ja kein Orphanage. Wo soll ich jetzt hin? Hallo? Achso, die Tür kann man aufkloppen, okay. Nice. Geh doch durch, Murphy. Danke, Murphy. Ja, hier dran erinnere ich mich. Genau, Cutscene. Dann guckst du da durchs Fenster. Siehst du irgendjemanden? Ja. Genau. Hey there. Ja. Do you live here? Sister said we're not supposed to talk to strangers. Oh. It's just you. Schon der Zweite, der das sagt. Hey, maybe you could unlock this door. Think you could do that for me? It's a pretty cool car you got there. You like cars? Yeah, my little boy. He used to play with cars just like that. You kind of remind me of him. Is he dead? Yeah. Did you kill him? The fuck? What? No, of course not. Why would you say something like that? Because she said you're the boogeyman. Boogeyman? What are you talking about? Who said that?
She did. She told me all about you. Why is she crying? Who is she? I don't know. Just some girl. She's always sad, but she knows things. Deswegen ist sie wahrscheinlich traurig. Things about the boogeyman. Look, I won't lie to you. Grown-ups tell kids there's no such thing as monsters, that the boogeyman's just make-believe, and there's nothing hiding under their beds. But that's a lie, because I've seen him. And I have a feeling you have too. But I'm not one of them. I'm not the boogeyman. Now, what do you say we get out of here, all three of us? Do you know the rhyme? What rhyme? She told me there's a secret rhyme that makes the boogeyman go away. If you say it fast enough, he can't hurt you. Do you know it? No. But if there's a rhyme that can do that, I sure wish you'd teach it to me. Then I guess she's right. You are the boogeyman. Kid, look at me. I'm not a monster. Not yet. But I do know the rhyme. Lieber Maler, male mir meiner Frau zum Trotze über meine Wohnungstür eine riesengroße Vogelscheuche. So, okay. Daran erinnere ich mich tatsächlich. Die, genau diese Stelle, daran erinnere ich mich. Merkwürdig. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Kommt alles wieder. Wir kommen noch an sowas wie eine Bühne, wo irgendwie ein Dorf oder irgendwie sowas aufgebaut ist. Spoiler. Ja. Was? Wieso guckst du direkt nach oben? Was geht? Hui, hier geht's runter, Murphy. Da geht's runter, da willst du nicht rein. Dreh dich um. Sehr gut. Hä, nee, ich dachte, ich könnte die Puppe aufheben. Was habe ich jetzt aufgehoben? Messer oder was? Das hat ein scheiß Messer liegen, Alter. Okay. Hey, Kid! Wait! Ich träume ständig von Vögeln. Gut, dass das V groß geschrieben ist. Oh boy, oh boy. Außerdem wäre das ja auch falsch mit dem N. Also es würde ja vom und nicht von. Aber who cares about Grammatik, right? Da! What the hell? Shit! Merkt ihr diesen stimmungsvollen Psycho-Horror, der sich so langsam in deine Seele schleicht und dich von innen auffrisst? Das ist Silent Hill. Dem kannst du nicht entfliehen. Das wird dir bis nach Hause verfolgt, dich das. Bis in deine Träume. Bis du vom Vögeln träumst. Bin also ein Scheißviech. Ja. Kann ich wieder nicht rennen, aus Sicherheitsgründen, vermute ich. That looks like a rhyme book. Ja, auf jeden Fall. Sieht das wie ein Reimbuch aus.
Okay, wir brauchen anscheinend also mindestens eine Kurbel und einen Schlüssel. Wir brauchen anscheinend keine Kurbel. Wieso? Okay. Ich wollte sagen, wieso vibriert das jetzt die ganze Zeit? Das hat nicht mehr aufgehört, bis es gerade aufhörte. Okay, vielleicht brauchen wir mindestens eine Kurbel. Ich bin mir nicht sicher, ich würde das Ding jetzt schwingen. Das sieht aus wie ein Reimbuch für Kinder, Alter. Scheiß Bibel, Junge. Okay, wir haben ja noch mehr Möglichkeiten, die wir abklappern können. Und das werden wir auch tun. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Achso, nee, haben wir nicht. Okay. Das ändert vieles. Das ändert vieles. Dann machen wir Folgendes. Und zwar machen wir... Oh, wieso kann sie nicht rennen? Jetzt kann sie wieder rennen. Okay, cool. Danke. Jetzt wieder nicht, okay. Wir machen Folgendes. Wir werden uns mal hier hinstellen und dann benutzen wir das Feuerzeug und brennen das einfach durch. Ha! Was zum Teufel? Nein, das geht sogar. Also hätte ich es realistischer gefunden. Ja, fast. Wenn du das mit der Axt durchgehauen hättest oder so. Aber das Seil mal eben anzünden, ich weiß ja nicht. Und pull! Pull, 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 pull! Und swoosh! And one more time! One more time, düden düben, babadden, doodle die, düden daden, dee, du. One more time. Celebration. Reimfragment. Armer kleiner Steven Skelter. Selbst der Pfarrer wird dir nicht vergeben. Alles Lügen wirst du rufen, doch Susie muss mit deiner Schandtat leben. Filmkleber. Achso. Nee, okay, das ist wirklich nur das Ding hier. Du hast jetzt dieses ganze Buch genommen und hast dieses kleine Stückchen. Unheimlich. Gibt ja Leute, die das wirklich gruselig finden, wenn Türen sich öffnen und schließen von alleine. Gibt ja nicht sowas wie einen Windzug oder sowas. Nee. Wenn die Türen, wenn die aufgehen und vor allem, wenn sie dann wieder zugehen, dann sind das Geister. Ich meine, ich bin ja ein Schisser, ne? Ist ja ein offenes Geheimnis. Ich sag's ja auch oft genug. Ach, guck mal, Pyramid. Wann ist das passiert? Ich wollte da gerade Scherze drüber machen. Mega gut. Ich bin ja ein Schisser. Aber an Geister oder Übernatürliches oder irgendwie sowas weigere ich mich einfach zu glauben. So. Aber ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die an sowas glauben. Und die mir auch von ihren übernatürlichen Begegnungen schon erzählt haben.
Ich finde das immer gut, dass wenn man keine, nicht direkt irgendwie eine Erklärung dafür findet, warum etwas passiert ist, wie es passiert ist, dass es dann automatisch Geister sein müssen. Es müssen einfach Geister sein. Es geht gar nicht anders. Dämonen vielleicht sogar. Geister und Dämonen. Und Vampire. Nee, Vampire glaube ich noch nicht, aber auf jeden Fall Geistererscheinung. Ja, schade. Das wäre jetzt der... Nein, nein, nein. Das wäre jetzt der Jumpscare-Effekt gewesen. Mit der Tür. Hat leider nicht funktioniert. Zumindest nicht bei mir. Ärgerlich. Ja, Geister, krass, oder? Ist schon krass. Und jetzt, vielleicht habe ich jetzt welche, die jetzt zugucken und sagen, Dre, du hast ja gar keine Ahnung. Es gibt Geister und ich habe auch was davon erlebt. Und auch ich glaube an Geister und es ist so. Es gibt eine Welt, die wir uns nicht erklären können. What the fuck? Nein. Und diesen Menschen möchte ich sagen, okay, cool. Cool für dich. Dass das für dich die Erklärung ist. Ich will sie hier gar nicht absprechen. So. Wenn du sagst, du hast übernatürliche Erfahrungen gemacht und so, ist doch cool. Ist doch cool. Solange es dich nicht im Leben beeinträchtigt oder so, oder du anderen Menschen dadurch Angst machst oder so, oder da deinen Vorteil draus zu ziehen versuchst. Mach das doch. Glaub das doch. Hinweis. Was nochmal? Was? Da ganz oben geht's los. Hallo Mami und Papi. Kann ich bitte nach Hause kommen? Es ist schlimm hier. Und ich mag es nicht. Wie spricht man das aus? Die Leute sind gemein zu mir. Sie tun mir weh. Und von der Medizin, Medizin ist mir immer zu übel. Das ist so merkwürdig. Bitte nicht schreiben können, aber immer zu, dann egal. Ich habe Angst. Bitte holt mich App. Euer Geschwärzt. Hinweis an die Belegschaft. In Zukunft wird sämtlicher Schriftverkehr für Patient, egal ob ein- oder ausgehend, zuerst an mein Büro geleitet, damit ich eine Überprüfung vornehmen kann. Keine Ausnahmen, vielen Dank. Roberta Block. Institutionsleiterin. Ja, stellt euch das mal vor, wenn so eine Nachricht rausgeht an die Eltern, dann stellen die Eltern ja fest, dass die hier überhaupt nicht Rechtschreibung lernen. Und wozu zahlen die denn dann die Gebühren jedes Jahr? Wenn die denen nichts beibringen. Weißt du? Naja. So. Das ist jetzt aber noch kein Reim gewesen. Da hat sich nichts gereimt. Hab ich gemerkt. Hier, Moses hängt wieder an seinem Kreuz rum. Chili Willy. Man nannte ihn früher auch Chili Willy Moses, bis er dann gekreuzigt wurde. Und für unsere Sünden gestorben ist. Dafür danken wir ihm auch heute noch. Lieber Moses, bist ein guter. Könnte auch ein Gladiator sein. Warst du wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich war Moses ein Gladiator. Deswegen hat er das Meer geteilt und die Arche gebaut und Wasser zu Wein gemacht. Wissen viele nicht. Wieso guckst du immer irgendwie nach oben, wenn du irgendwo hingehst? Ich war das nicht. Ich habe dir das nicht gesagt. Ja, mit dieser Bühne werde ich nun mein Leben beenden. Nein, natürlich nicht. Oh Gott, was ist los? Was ist los? Was ist mit deinem Gesicht? Was ist mit seinem Gesicht? Er sieht halt so aus. Das ist es wieder gewesen, dieses komische.
Ich glaube, ich bin nicht richtig hier. So. Okay, also. Dankeschön, wieder schon wieder reingehauen. Und Leute, nehmt das doch nicht immer alles so ernst, was ich sage. Das ist doch für Entertainment-Zwecke. Aber Religion ist wirklich ätzend. Okay, macht's gut. Ciao. Also in meinen, für mich ist Religion nichts. Okay, tschüss.